für mich das dritte Mal hier nach Gesprächen mit Karamanlis, 2004 damals anders die Olympischen Spiele, 2014 mit Ministerpräsident Samaras und jetzt mit Tsipras, was keine Selbstverständlichkeit ist, wenn man sich überlegt, dass wir ja in den letzten 5 Jahren nicht gerade zimperlich mit Tsipras umgegangen sind. Es ging so weit, dass wir teilweise wirklich den Eindruck hatten, uns wirklich so wirkte, als ob die bei Bild nicht mehr wussten, dass die Einwohner Griechenlands Griechen heißen und nicht Pleitegriechen. Die haben also wirklich immer wieder Pleitegriechen geschrieben. Es gibt im Print über 50 Artikel und online über 150 Artikel, in denen dieses Wort Pleitegriechen auftaucht und eben nicht bezogen irgendwie jetzt auf eine Regierung, die missgewirtschaftet hat oder sowas, sondern bezogen auf alle Einwohner dieses Landes. Muss man das als Boulevardzeitung machen? Müssen Sie diesen Ton auch so setzen? Also zunächst einmal sind wir ja tatsächlich, wie Sie das beschrieben haben, eine Boulevardzeitung. Das heißt, wir sind in unserer Sprache direkter und deutlicher und auch lauter. Und es gehört ja auch zum Kern einer Boulevardzeitung, zum Markenkern, dass sie provoziert und dass sie auch polarisieren will, dass sie zur Auseinandersetzung eben die Leute bekommen will. Und das geht mit dieser klaren und mit dieser deutlichen Sprache. Diese klare und deutliche Sprache kommt an. Macht Bild so Politik? Oder spricht die Zeitung den Lesern aus der Seele? Wenn sie pleite sind, sind sie pleite. Dann haben sie die EU-Richtlinie nicht eingehalten und dann gibt es nichts. Ich kann auch nicht beim Nachbar gehen und fragen, ob er mir mal Geld gibt, wenn ich pleite bin oder nicht mehr zahlen kann. Bild hat ja über Wochen und Monate berichtet, in Griechenland würden Luxusrenten bezahlt werden. Durchschnittsrente in Griechenland beträgt um die 800 Euro. Die Griechen gehen nicht früher in Rente. Sie gehen faktisch zeitgleich, faktisch mit wie die deutschen Arbeitnehmer in Rente. Aber dies ist über Wochen behauptet worden. Das hat man übernommen. Und ich denke, das ist das Gefährliche an solchen Kampagnen, dass dann andere Medien, andere politische Akteure es sehr schwer haben, überhaupt diese Informationen, die dann von Bild verbreitet worden sind, fälschlicherweise zu korrigieren. CDU-Parteitag in Leipzig im Herbst letzten Jahres. Bild ist schon da und an Bild geht kaum einer vorbei. Manch einer nimmt sie nur verschämt. Auch hier hat die Griechenland-Kampagne Spuren hinterlassen. Die Basis traut sich, das deutlicher auszusprechen als viele Spitzenpolitiker. Politik wird unter Druck gesetzt durch solchen Journalismus. Das ist schon schwierig, den Menschen das klarzumachen. Man merkt es immer, wenn die Bild-Zeitung so zu einer gewissen Art von Hetzkampagne aufruft, dass es dann doch auch Folgen hat in der realen Welt. Ich habe die Erfahrung gemacht, man muss notfalls die richtige Überzeugung, wenn sie denn was taugt, auch gegen solche Kampagnen durchsetzen können. Man darf vor Kampagnen nicht zu schnell kapitulieren. Nein, also grundökonomische Zusammenhänge, grundökonomische Grundkenntnisse, das ist für viele Deutsche inzwischen sowas wie Kohlehydrate. Ab und zu okay, aber wenn es sich vermeiden lässt. Unser ganzes Geld haben die Griechen, weiß der Bild-Zeitungsleser. Aber gut, wer Bild-Zeitung liest, um sich zu informieren, der trinkt ja auch Schnaps, wenn er Durst hat. Wobei auch bei vielen Informierten heißt es, wir haben die Griechen gerettet. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, die Griechenland-Hilfe war sehr effektiv. Ja, 89% dieser gesamten Euro-Rettungsgelder, also über 200 Milliarden, die sind da gelandet, wo sie am dringendsten benötigt wurden, im Banken- und Finanzsektor. Ja, schauen Sie mal, von dem gesamten Geld, was Griechenland bekommen hat, sind 89% direkt in den Finanzsektor geworden, zum privaten Gläubiger. Damit wurden Schulden gezahlt, Zinsen. Nur ein Bruchteil von dem gesamten Geld ist überhaupt im griechischen Staatshaushalt angekommen. Das heißt, wir können sagen, die Griechen haben von unserem Geld so viel gesehen wie Gastarbeiter in Sotschi von den Olympischen Spielen. Jetzt werden Sie sagen, oh, also dann hätte man das Ganze ja auch Bankenrettung nennen können. Hätte man, aber das wäre ja dann ehrlich gewesen. Und also wie? Die,
Wie hätte das auch geklungen, 2010, kurz nach der ersten Bankenrettung rund um Lehman Brothers, wenn die Politiker sich hätten hinstellen müssen und sagen müssen, wir müssen so solidarisch sein mit dem Bankensystem. Banker hört die Signale. Das Finanzsystem war nicht ganz so solidarisch mit den Griechen. Irgendwann wollte niemand mehr griechische Staatsanleihen kaufen. Also mussten EU-Rettungsschirme einspringen. Was folgende Entwicklung ausgelöst hat, am Anfang der Krise 2010, also davor eigentlich, waren 100% von den griechischen Staatsschulden in Händen privater Gläubiger. Also deutscher Banken, französischer Banken, griechischer Banken, Commerzbank, Lebensversicherung etc. Jetzt sind es nur noch 20%. Der Rest, 80% von den Schulden, wird von öffentlichen Institutionen gehalten. Was ist passiert? Die Risiken aus den Büchern der Banken wurden langsam übertragen auf die Schultern des europäischen Steuerzahlers. Deswegen stehen die Banken jetzt auch da und sagen, sie sind für einen Grexit gut gerüstet. Das ist immer wieder das Gleiche, nicht? Banken stehen am Abgrund und haben so eine Schnur in der Hand und da dran so ein tonnenschwerer Tresor, der in die Tiefe stürzt und sie weinen bitterlich, unser Geld. Und wir kommen dazu und sagen, hey, was ist denn los? Und sie sagen, gut, dass du da bist, ganz kurz halten. Jetzt werden Sie sagen, okay, also wir haben offensichtlich das Bankensystem gerettet, aber wir haben nichts bezahlt. Ja, wer hat denn dafür bezahlt? Die ärmsten griechischen Haushalte haben inzwischen 86% ihres Einkommens verloren. Griechische Mütter lassen offensichtlich nach der Geburt immer öfter ihre Kinder in Krankenhäusern liegen, weil sie Angst haben, sie können sie nicht ernähren. Und während in denselben Krankenhäusern auch keine Antikrebsmedikation mehr auffindbar ist, weil ja im Gesundheitssektor gespart werden muss, heißt es aus Brüssel und Berlin, Schulden müssen zuerst bezahlt werden. Ja klar, wenn Sie mal über Ihre Verhältnisse gelebt haben, dann müssen Sie eben kürzen. Notfalls auch an der eigenen Lebenszeit. Das sind die europäischen Werte, die wir derzeit verteidigen. Sehen Sie, aber so ist das eben. Ich meine, die Deutsche Bank hat gerade verkündet, dass allein letztes Jahr ihre Top-Investment-Banker ein Gehalt bekommen haben von 2 Milliarden Euro. Und ich meine, das muss ja auch irgendjemand bezahlen. Maximo, dem Amtssitz des Ministerpräsidenten Tsipras. Für mich das dritte Mal hier nach Gesprächen mit Karamanlis 2004, damals anders die Olympischen Spiele, 2014 mit Ministerpräsident Samaras und jetzt mit Tsipras, was keine Selbstverständlichkeit ist, wenn man sich überlegt, dass wir in den letzten 5 Jahren nicht gerade zimperlich mit Tsipras umgegangen sind. Ja, aber jetzt ist eine ganz besonders schwere Krise für Griechenland, eben nicht mehr nur noch Finanzkrise, was heißt nur noch, aber jetzt kommen die tausenden Flüchtlinge dazu, die in Griechenland momentan festsitzen, sie können nicht mehr weiter an der mazedonischen Grenze und das wird auch der Fokus des Interviews sein. Die μεγάλη πλειοψηφία αυτούς τους κατατρεγμένους ανθρώπους που έχουν περάσει τα πάνδυνα και τους βάζουμε σε ένα κέντρο στην Ελλάδα, στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και τους λέμε περιμένετε εδώ γιατί κάποια στιγμή θα γίνει το relocation. Είναι το δικαίωμα αυτούς τους ανθρώπους να τους βάζουμε φυλακή γιατί είναι πρόσφυγες και θα ήταν έξω από τις διεθνείς μας υποχρεώσεις με βάση τις συνθήκες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν δεν είχε κρατήσει αυτή τη στάση το προσφυγικό και είχε κρατήσει μια στάση παρόμοια με αυτή του Ούρμπαν στην Ουγγαρία, ίσως σήμερα η Ευρώπη να ήταν πολύ πιο διαιρεμένη, κατακαιρματισμένη. Tsipras, was keine Selbstverständlichkeit ist, wenn man sich überlegt, dass wir in den letzten 5 Jahren nicht gerade zimperlich mit Tsipras umgegangen sind. Was keine Selbstverständlichkeit ist, wenn man sich überlegt,
dass wir ja in den letzten 5 Jahren nicht gerade zimperlich mit Tsipras umgegangen sind. Das, was keine Selbstverständlichkeit ist, wenn man sich überlegt, dass wir ja in den letzten 5 Jahren nicht gerade zimperlich mit Tsipras umgegangen sind. Da haben Sie vollkommen recht, aber eins nach dem anderen. Schauen Sie mal hierher. Gucken Sie mal. Sehen Sie, wir haben doch auch was auf der Habenseite. Sehen Sie, hier. Als die Wehrmacht aus Griechenland 44 abgezogen ist, hat sie in Athen einen Kranz niedergelegt. Naja, um zu zeigen, Deutschland ist nicht als Feind gekommen. Das war sicherlich der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, was? Ja, in der Tat. Und deswegen ist die Bundesrepublik Deutschland auch überzeugt zu sagen, für solche Reparationsforderungen, da stellt man doch solche alten Freundschaften nicht in Frage. Moment, Moment mal. Die Griechen erheben diese Reparationsforderungen schon seit Kriegsende. Ja, sicherlich. Aber damals haben wir ihnen ganz deutlich zu verstehen gegeben, jetzt ist es gerade schlecht. Aber bei der Londoner Schuldenkonferenz 53, ja? Da wurde vereinbart, dass die Reparationszahlungen aufgeschoben werden bis zum Abschluss eines Friedensvertrags. Völlig korrekt. Ja, dann hätten wir doch nach der Wiedervereinigung zahlen müssen. Der 2+4-Vertrag bei der Wiedervereinigung ist doch ein Friedensvertrag. Nein. Aber in der Präambel steht doch, gewidmet den Völkern, die seit 45 in Frieden leben. Ja, aber wenn man schon im Frieden lebt, dann brauchen wir auch keinen Friedensvertrag mehr. Aber es steht doch alles drin, was in einem Friedensvertrag drinstehen muss. Korrekt, der Vertrag ersetzt einen Friedensvertrag. Er ist ein Friedensvertrag. Er ist eine abschließende völkerrechtliche Regelung. Sie vermeiden nur das Wort Friedensvertrag, um sich vor Reparationen zu drücken. Im 2+4-Vertrag war doch von Reparationen überhaupt nicht die Rede. Und die Griechen haben das auch unterschrieben. Aber die waren doch gar nicht dabei. Sie haben nachträglich davon Kenntnis genommen. Aber von Reparationen stand doch gar nichts drin. Richtig, Sie haben nachträglich davon Kenntnis genommen, dass von Reparationen nicht mehr die Rede ist. Das sind doch üble Tricks. Nein, das ist harte diplomatische Arbeit. Unter anderem von Hans-Dietrich Genscher. Wir haben also immer gesagt, später, 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 später. Und 89 haben wir gesagt, zu spät. Ja. Und das gilt auch für den Zwangskredit, den die Nazis den Griechen 1941 abgepresst haben? Ach, sehen Sie, da möchte ich Ihnen die offizielle Sprachregelung entgegenhalten. Die Frage von Reparationen und Entschädigungszahlungen ist rechtlich und politisch abgeschlossen. Aber hören Sie mal, die Nazis haben den Kredit selbst anerkannt und sogar eine Rate gezahlt. Und die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger drückt sich vor ihrer Verantwortlichkeit. Ja, wir haben eben konsequent mit unserer Vergangenheit gebrochen. So, fühlen Sie sich jetzt schuldfrei? Nein! Vor allem, weil keiner der Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen worden ist. Kein einziger deutscher Kriegsverbrecher, der in Griechenland gewütet hat, ist vor Gericht gestellt worden, obwohl die Griechen uns erlaubt haben, diese Leute in Deutschland anzuklagen. Ja, sicherlich, aber das war damals nicht möglich. Ich darf das Auswärtige Amt zitieren. Die haben geschrieben, das würde die deutschen Justizbehörden aufs Schwerste belasten. Ist aber auch belastend für die Täter, wenn man immer wieder an die eigenen Taten erinnert wird. Sehr richtig. Sehen Sie, deswegen haben wir einen Gegenvorschlag gemacht. Wir haben gesagt, Athen könnte doch einfach eine Generalamnestie für alle Nazitäter schaffen. Was? Moment mal. Wir Deutschen haben großzügig das Angebot gemacht, dass die Griechen alle unsere Gräueltaten einfach vergessen? Ja. Haben Sie nicht angenommen? Stellen Sie sich vor. Also haben wir gesagt, okay, wir schauen uns mal diese Akten an. Was Sie genau gesagt haben, steht, Sie haben geschrieben, Zitat, äußerstenfalls könne man die Vorgänge einlagern. Schließlich sei es gleichgültig, ob nun 100 oder 500 Akten in einem Aktenschrank verwahrt werden. Ist ja wurscht, was? Sehen Sie, wir mögen den Zweiten Weltkrieg verloren haben, aber die Nachkriegszeit haben wir gewonnen. Es ist ja nicht so, dass wir gar nichts getan hätten. 1960, da haben wir nach Griechenland 115 Millionen D-Mark überwiesen, nur für die Menschen, die Opfer der Rasseideologie der Nazis geworden sind. Ja, und was ist mit den anderen Tausenden von Opfern bei dem Massaker?